Perfekt. Morgen, Nico. Perfekt. Hi, YouTube. Servus. Ansaugbrücke, Diesel, BMW, Problem, wie immer. Hier wieder der Fall, Steuergerät steht im Fehlerspeicher und alle Glühstifte. Das heißt, wahrscheinlich wird der Auslöser das Glühzeitsteuergerät oder die Glühzeitendstufe sein. Trotzdem muss die Ansaugbrücke runter und auch gleich die Kerzen tauschen, wenn man es eh unten hat. Motor warm laufen lassen, erster Step, haben wir natürlich gemacht. Jetzt haben wir schon hinten zerlegt. Hier, wo quasi die Innenraumfilter sitzen, das waren jeweils 3 13er, das ist quasi wie so ein Drehverschluss, die aufmachen, den Clip runternehmen, dann könnt ihr die Filter rausnehmen und die Abdeckungen hinten. Und dann seid ihr eigentlich schon so weit dran an der Ansaugbrücke. Jetzt müsst ihr hier noch die Verstrebung abschrauben. Da haben wir einen Torx 45, das sind 1, 2, 3, 4 Schrauben. Dann könnt ihr die Stange wegnehmen. So, nächstes Step ist dann die ganzen Stecker ausstecken. Wir haben hier einmal diesen Saugraddruck, den Stecker. Wir haben hier den Stecker für die Drosselklappe. Runterziehen. Hier der Unterdruckschlauch für das Abgasrückführventil. Das haben wir alles soweit zerlegt. Dann können wir eigentlich quasi schon, na, lösen wir hier noch geschwind Zulauf zum Ölkühler. Ein ganz normaler Schlitzschraubendreher oder ein Hexer-Imbus. Ja, die kann man relativ leicht verbiegen. Das wollen wir nicht. Sobald es hier gelöst ist, so, das reicht. Sobald es hier gelöst ist, geht es weiter. Können wir die Ansaugbrücke lösen. Wir haben einmal eine Elfernuss, das sind jeweils die Muttern hier drinnen. Und hier oben haben wir ganz normal eine Zehnernuss. Fangen wir an, dass wir die unteren Muttern lösen. Das sind in dem Fall Elfer. Die gehen normalerweise relativ einfach. Nachher beim Zusammenbau natürlich wichtig, dass man die Drehmomente denkt. Ist natürlich so, dass es hier Drehmomente selbstverständlich gibt, die am besten einhalten, dass die Brücke nachher auch wieder 100% dicht ist und natürlich neue Dichtringe verwenden. Einfach um auch zu gewährleisten, dass die Brücke nachher wieder 100% dicht ist. Viele machen noch die Trallklappen raus, da einfach nochmal schön einen Zwischenschritt dazu. Der Kunde hier möchte das nicht, das heißt, die sollen drin bleiben. Macht Sinn, sie rauszumachen, aber ich frage in dem Fall, ist hier der Kunde König. Wenn der Kunde es nicht haben möchte, dann bleiben sie natürlich drin. Warum zum Beispiel macht man die drei Klappen raus? Weil bei den ersten Modellen die Problematik ist, dass die brechen oder defekt gehen und dann natürlich die Folge daraus ein Motorschaden wäre. Muss man hinten ganz gut aufpassen, um relativ schwer hin. Wir nehmen da am besten einen Gabelschlüssel hinten, weil man kommt mit der Nuss relativ schlecht drauf. Zurück zum Thema Drallklappen, wie schon gesagt, also es kommt vor, dass die brechen oder dass sich Teile lösen. Die Folge, die schlimmste Folge wäre ein Motorschaden und das wollen wir natürlich verhindern. Ne? Weil die gelösten Teile im Motor fallen. Motor fallen. Okay. Denkt logisch alles. Da gibt es extra, wir wollen hier keine Werbung machen, aber da gibt es extra so Blindsätze quasi, die gibt es von eBay, die gibt es von vielen namhaften Zubehörfirmen, die kosten so um 20 Euro. Das kann eigentlich jeder, der ein bisschen technisch versiert ist, selber machen. Was ihr seht ja selber, wir sind relativ weit schon. Das lösen jetzt die ganzen Schrauben und die Muttern und dann können wir eigentlich die Brücke schon abnehmen. Da müssen wir unten noch aufpassen. Und noch 2, 3 Unterdruckschläuche. Und dann sind wir so weit draußen. Ja? Jetzt würde ich sagen, machen wir kurz einen Step, eine Pause und dann geht es gleich weiter. Bis gleich. Ciao. So, jetzt haben wir die Brücke soweit gelöst. Wie ihr seht, sind oben alle Schrauben gelöst. Wir haben hier vorne die Ladeluftverrohrung schon gelöst. Das ist nur so ein Clip, den zieht ihr quasi einfach nur raus. Ja, da wird nachher nur drauf geschoben. Hier unten haben wir den Stecker ausgesteckt und den Unterdruckschlauch. Und jetzt geht er einfach hin und zieht die Brücke ganz vorsichtig raus. Immer gucken, ob irgendwo was eingesteckt ist oder irgendwo noch klebt. In dem Fall sieht alles super aus. Dann tun wir die ganze Brücke
vorsichtig rausnehmen. Schwenken wir die Kamera gleich mal um. Nico, würde ich sagen, machen wir schon eine Pause. Gehen wir hier rüber, schauen wir weiter. So, jetzt ist die Ansaugbrücke unten. Jetzt seht ihr hier auf jeden Fall, man weiß nicht, kannst du mal hinzoomen, Nico? Hier sind auf jeden Fall relativ starke Verkorkungen, die wird man auch in der Ansaugbrücke haben. Moment, die mein wird, Fokus, jetzt sieht man. Die wird man natürlich versuchen zu reinigen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber hier hat es relativ viel. Das sind ja schon richtige Koksteine. Ja, genau. Die Glühstifte sitzen hier. Da wird einfach nachher der Stecker abgezogen. Und dann können wir die rausdrehen, relativ einfach. Dann wieder Stecker drauf, die neuen rein. Kommen wir kurz hier runter, das werdet ihr jetzt nicht sehen, ich schwenke aber gleich um und zeige euch ein Bild. Hier unten sitzt die Glühzeitendstufe für die Vorglühanlage oder für die Glühanlage. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, wenn die drei Klappen undicht sind oder die Ansaugbrücke undicht ist in dem Fall, dann läuft dieses ganze Öl hier runter, läuft über das Steuergerät, läuft in den Starter. Also da gibt es auch das Thema Kapillarwirkung, dass nachher auch, das hatte ich jetzt zweimal, dass nachher der Starter quasi voller Öl war und defekt gegangen ist, weil er sich einfach oder einfach gefressen hat innerlich. Und das Thema mit der Glühzeitendstufe, die auf jeden Fall immer tauschen. Nicht nur die Glühstifte, sondern das Steuergerät, das kostet im Zubehör 45 Euro, 50 Euro, lasst mich nicht lügen. Einfach mittauschen, dann seid ihr versorgt. Jetzt würde ich sagen, ab zum Steuergerät, bis gleich. So, jetzt kommen wir gerade kurz zu dem Thema Glühzeitendstufe. Ihr seht schon von hier oben, ja, mit meinen Wurstfingern natürlich, mit der Nagel, da seht ihr gar nichts mehr. Dieses Bauteil hier unten, wo relativ stark verölt ist, ja, das ist die Glühzeitendstufe. Da sind zwei Stecker dran montiert und die wird mit zwei 10er Schrauben einfach nur festgehalten. Das heißt, die zwei 10er Schrauben lösen und dann könnt ihr das ganze Modul rausnehmen. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Einbauen natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Da macht man dann Videoteil 2 zum Thema Ansaugbrücke. Zeigen wir euch schon Thema Reinigen, Thema neu abdichten, neue Dichtungen, O-Ringe und die viereckigen Ringe unten. Ja, jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.